Ja, moin Leute. Wunderschön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Worum geht's heute? Ich habe euch ja in dem Vorstellungsvideo erzählt oder gezeigt, wie der aktuelle Stand an diesem Mexiko von 84 ist, den wir umbauen wollen auf 60er Jahre. Es ist natürlich im Vorfeld viel, viel mehr schon passiert an dieser Karosse sowie an der Bodengruppe. Wir haben ihn damals, 2019, jetzt müssen wir eine kleine Zeitreise zurück machen, 2019 von zwei jüngeren Leuten, sage ich jetzt mal, abgekauft. Die hatten so ein bisschen Not. Wir haben das ganze Projekt sehr, sehr günstig bekommen, 500 Euro, weil die den wirklich weghaben mussten. Ja, es musste halt aber sehr, sehr viel gemacht werden. Wir haben am Anfang mal, wo wir angefangen haben mit dem Projekt, auch ein bisschen gefilmt. Aber nicht wirklich so für YouTube, sondern ja, so für uns halt ein bisschen. Oder wir hatten mit dem Gedanken gespielt, das mal so zu machen, aber kam nie dazu. Deswegen haben wir nur ein paar Videos am Anfang gemacht, aber sehr viele Fotos. Ich habe im letzten Video gesagt, dass wir dann halt euch das trotzdem vorstellen wollen. In so einem, ja, teils Video und teils Bilder. Ja. Und darum soll es in diesem Video handeln. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, dann geht's jetzt los damit. Viel Spaß. Läuft das hier so? Ja, ganz gut, ne? Kriegen wir den heute noch fertig? Ja, voll. Eine Stunde ist er fertig. Ja, ich meine jetzt hier. ja. ja, aber ich denke mal, die Woche wird er fertig. Ey. Also abgeschmiert fertig, ne? So, Ergebnis von heute. Erzähl mal, was haben wir heute gemacht? Haben wir nicht gemacht. Nein. Die Kopfbürste haben wir schon gut weggeschnitten. Also eigentlich haben wir eine Seite komplett blank. Also hier sieht man ja, die Seite ist schon mal. Ja, auf der anderen Seite habe ich die Kotflügel blank gemacht. Nee, die Kotflügel hast du nicht. Ach, die Und hier ist das ganze Elend. Da müssen wir ordentlich spachteln. So, die Seite ist schon mal blank. Die andere Seite, gut, jetzt fehlen hier noch die Radläufe. Radläufe, genau. Die habe ich auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite sind die schon fertig. Auch ordentlich Rost machen. Da muss man noch Sand strahlen. Und raustrennen, schweißen und so was. Spitze geht eigentlich. Klar ist da auch was, ne, aber mit hier ein bisschen Strahlen. Aber ich denke mal so eine Woche noch, dann ist sie blank, ne? Oder? Ein, zwei Wochen, dann ist komplett blank alles. Ja, aber mit dem Dach und so und innen alles, das dauert noch was. Morgen ist die Seite hier fertig.
Ja, Leute, bis morgen, ne? Oder was sagst du dazu? So, Tag 4 bei Backbahn, ja? Projekt Nummer 2. Heute liegt an Dachschleifen, ne? Dach und Motorbereich hier. Kriegst du das hin? So, womit machen wir das überhaupt? Handelsübliche Flex und eine Topfbürste. Geht ganz gut damit eigentlich. So vermeiden wir, dass wir das Blech angreifen, nur den Lack abmachen. Sandstrahlen wäre natürlich besser, aber kostet natürlich einen Haufen Geld, ne? Oder? Wenn wir nachher Kleinteile machen wir hier mit der Strahlkabine. Und die ganzen Rostsachen am Häuschen machen wir nochmal mit der mobilen Sandstrahlanlage hier. Aber nur die rostbefallenen Sachen. Wie zum Beispiel, na gut, das werde ich raustrennen. Aber alles, was so Kleinigkeiten sind, hier punktuellen Stellen, na, die werden wir nochmal sandstrahlen und mit Rostschutz behandeln. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was austrennen müssen oder nicht. Sehen wir erst nach dem Sandstrahl. Ja. Ich würde sagen, dann legen wir los. Pause. Pause, ja. Und wie weit bist du? Ja, ein bisschen habe ich noch zu tun. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Meine dicken Hände auch nicht, ey. Oh, no! Ich hab voll weh. Ich bin voll weh. So, Ergebnis nach. Wie lange sind wir jetzt dran? 2 Stunden? Halbe Dach ist fertig. So, Feierabend. Feierabend, aufräumen. Ja, so sieht das nach dem Tag Schleifen aus. Dach ist fertig. So, liebe Leute, heute wieder in der Halle. Oder? Schon wieder fleißig. Restlichen Sachen ausbauen. Und dann geht gleich weiter ans Schleifen. Vorderwagen muss komplett neu geschliffen werden hier. Der muss ja komplett neu. Müssen wir erstmal gucken, was wir davon erhalten können hier noch und was nicht. Ja, wir waren ja gestern, wo waren wir bei? GEMA Classics, ne? In Eschenbach. Da sind wir mal eben, ja, 15 Stunden hin, ne, nicht 15, 12 Stunden hin und zurück gefahren und 5 Stunden waren wir dann bei Markus vor Ort und haben Teile rausgesucht. So, was haben wir geholt? Eine neue Fahrertür.
weil die dabei war, war unten durch. Eine alte Motorhaube, weil wir ja komplett auf alt umbauen wollen. Das heißt hier, Heckblech muss ausgetrennt werden. Da haben wir auch schon Neues. So, das ist zum Beispiel die Ausbeute von gestern. Heckblech. Vorne Endspitzen für die alte Front. So, dann brauchten wir zwei neue Dreiecksfenster, weil die leider auch durch waren. Haben wir jetzt auch gute Gebrauchte gekriegt. Hier haben wir die Radmulde vorne, weil der Vorderwagen muss wirklich komplett neu, da geht gar nicht mehr. Dann haben wir uns direkt ein altes, schönes Lenkrad besorgt. Hier sind noch ein paar Kleinteile. Ja, dann braucht man natürlich alte Stoßstangen, genauso wie Leuchten, also Scheinwerfer und Rücklichter. Hier haben wir noch eine schöne alte Nase für diese Haube. Normal kommt da eine größere drauf, aber ich wollte halt die kleine haben. Finde ich ein bisschen optisch cooler. Hier haben wir uns auch für gebrauchte Sachen entschieden. Die müssen wir alle ein bisschen aufarbeiten. Genauso wie die Stoßstangen. Ja gut, die habe ich eigentlich nur zum Anpassen mitgenommen. Mal sehen. So, und vorne ist die gute Haube. Die lange. Die ist eigentlich auch noch im guten Zustand. Na klar, müssen wir die auch ein bisschen strahlen, da die Ecken. Aber da ist nichts durchgegammelt oder so. Hier haben wir das neue Frontblech. Das kommt nachher hier dran. So, für die lange Haube. Genau. Und das machen wir jetzt.
Ja, ich habe jetzt die Öfen hier noch an. Ich habe einen hier vorne stehen. Ich habe einen Ofen noch hier hinten. Ich habe das andere Streuding hier. Und einen habe ich im Käfer gestellt. Sollte jetzt gut sein. Also es ist schon schön warm hier. Ich habe das Thermometer umgehangen, weil da vorne ist ja doch schon ziemlich kalt. Es steigt jetzt auch sehr schnell. Also hier ist auf jeden Fall schon mehr wie 13 Grad. Ja, aber so sieht es auch ganz gut aus. Ich weiß es nicht, wo du das damit Dreck. Thank you.